Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu Let's Play Grey Matter Teil 31. Das hier wird wahrscheinlich der letzte Teil des regulären Let's Plays. Was ich damit meine, am Ende wird wieder ein Fazitvideo rankängt. Aber das, ja, steht ja außen vor. So, genau, denn ich versuche jetzt hier in diesem Teil das Spiel zu Ende durchzuspielen. Wir sind im 8. Kapitel und natürlich im Daedalus Club. Ich muss zugeben, das hat wirklich Stil, aber sieht trotzdem ganz schön bizarr aus. Würde mich nicht wundern, wenn manche Leute den Club für eine Sekte halten. Diese Klaviermusik im Hintergrund erinnert mich ein bisschen an Gabriel Knight 2. Da haben sie auch öfters mal so Klaviermusik für Hintergrundsachen benutzt. Es klingt ein bisschen ähnlich. Hey! Das sind ja die Requisiten von Houdini. Hüte, Zauberstäbe, Karten. Ich befinde mich wirklich in einem Tempel der Zauberei. Hüte, Zauberstäbe, Karten. Daedalus war der Vater von Ikarus und der Erbauer des Labyrinths, in dem Minos den Minotaurus gefangen hielt. Kein Wunder, dass der Club ihn als Namensgeber auserkoren hat. Hüte, Zauberstäbe, Hüte, Ich schaue mir die Automaten mal ein bisschen später an. Ich habe gehört, dass heute in Oxford irgendwas passiert sein soll. Sie wissen nicht zufällig etwas darüber, oder? Unsere Gäste reden schon den ganzen Abend davon. Aber ich hatte zu viel zu tun, um genau hinzuhören. Können Sie mir sagen, was da los war? Ich? Ich weiß es nicht. Deswegen frage ich doch. Verstehe. Kennen Sie Mephistopheles? Ich suche nach ihm. Vor der Vorstellung habe ich ihn hier noch gesehen. Oh, danke. Berühmte Zauberer, schätze ich mal. Auch wenn ich noch nie was von ihnen gehört habe. Berühmte Zauberer, haben Sie irgendwas davon mitbekommen, was heute in Oxford passiert ist? Haben wir? Ja, ich glaube, wir haben. Geht es um diese UFO-Sichtung? Nein, nein. Das war in Schottland. Sie haben eine Schule evakuiert, oder? Terrorgefahr. Das war in London. Ach, dann weiß ich auch nicht. Okay, danke. Kennen Sie Mephistopheles? Haben Sie ihn gesehen? Den Zauberer? Er ist hier schon mal aufgetreten. Ein faszinierender Zeitgenosse. Haben Sie ihn heute hier gesehen? Nein. Heute ist hier irgendeine maskierte Frau aufgetreten. Die war ziemlich gut. Okay, danke. Ja, nee, hier gibt's nichts weiter. Der Barmann weiß nicht, wo Mephistopheles ist. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. In diesem Bereich ist die Bühne. Aber ich bin schon fertig und habe keine Zeit, mir die anderen Auftritte anzuschauen. Das ist da nicht irgendwie mehr Infos? Dass es dann nicht irgendwie was Spezifischeres gibt? Hier ist eine Zeitung, ah. Die habe ich wohl übersehen. Nein, das verstehe ich nicht. Warum ausgerechnet im Speisesaal? Und wie haben Sie das mit der Diskoscheibe rausgekriegt? Was?
Okay, das spielt tatsächlich am 18. Oktober 2005. Seltsame Ereignisse in London, Oxford. Ich will mal London sagen. Um 16.30 Uhr flogen durch den Speisesaal von der St. Edmund Hall unsichtbare scheibenförmige Geschosse. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Drei davon mussten ins Krankenhaus. Mehrere Personen. Drei davon mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Keines der Geschosse konnte nach dem Vorfall gefunden werden. Die Polizei geht von einem Hagelschlag aus. Doch andere Quellen behaupten, dass es nicht so einfach zu erklärendes Ereignis gewesen sei. Es handelt sich um den dritten in einer Reihe von seltsamen Vorfällen, die sich in den vergangenen Tagen auf dem Campus ereignet haben. Und das Polizeipräsidium von Oxford ist ratlos. Seite 5, kann man da noch irgendwas machen? Oh nein, das verstehe ich nicht. Oh nein. Oh nein. Es macht keinen Sinn, Ihnen. Der Barmann weiß nicht. Geh einfach mal die Automaten durch. Viele alte Rätselautomaten. Typisch Daedalus-Club halt. Wenn ich doch Zeit hätte, sie alle auszuprobieren. Da hier überall nur Automat dran steht. Viele alte Rätselautomaten. Typisch Daedalus-Club halt. Da das der einzige Automat mit einer spezifischen Beschriftung ist, gehe ich mal davon aus, dass der irgendwas Viele Besonderes mit sich auf... Viele alte Rätselautomaten. Typisch Daedalus-Club halt. Wenn ich doch Zeit hätte, sie alle auszuprobieren. Na? Nö, hätte sein können. Hüte. In diesem Bereich ist... Aber ich bin schon... Ich hoffe, dass ich alles hinkriege, was mich hier erwartet. Und dass ich mich dann aus dem Staub machen kann. So wie er. Ich hoffe, dass ich... Viele alte... Viele alte... Vielleicht muss ich noch irgendwas in der Bar machen. Ich möchte jetzt nicht auf eine Komplettlösung zurückgreifen. Ich habe mir aber mal eine griffbereit hingelegt. Für den Fall, dass ich sie brauche. Berühmte Zauberer, schätze ich mal. Berühmte Zauberer. Berühmte Zauberer. Berühmte Zauberer. Ja, habe ich schon gesehen. Moment mal. Jetzt scrollt auf einmal das Bild nach drüben. Eine hübsche Frau, für wahr, mit ihrem rabenschwarzen Haar. Sie wollen kurz Luft schnappen vor ihrem nächsten Auftritt? Ich habe heute keinen Auftritt mehr. Oh doch, das haben Sie. Wie meinen Sie das? Ich bin lediglich ein Bauer in dieser Partie. Kennen Sie Mephistopheles? Kennt die Blume den Regen? Kennt der Horizont die Abendsonne? Das interpretiere ich als ja. Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Der Club ist wie die Gottheit Janus. Er hat zwei Gesichter. Das eine offenbart sich der Öffentlichkeit, das andere nur den Weisen. Welches sehen Sie? Sie meinen, es gibt einen privaten Bereich? Die Kandidatin erhält 100 Punkte. Ich muss wirklich dringend mit Mephistopheles reden. Können Sie ihn bitte holen? Nein. Können Sie es? Wie?
Sie haben doch gesagt, er ist im privaten Bereich des Clubs. Privilegien kann man sich verdienen für einen Abend oder zwei. Wenn Sie den Test bestehen. Oh nein, nicht schon wieder ein Spiel. Ich muss jetzt sofort mit Mephistopheles reden. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Also schön. Wo finde ich das Spiel, um in den privaten Bereich des Clubs zu dürfen? Wohin müssen alle gehen? Nach unten. Das gilt es zu verstehen. Und wer sich dort bewährt, dessen Stolz bleibt unversehrt. Ja, vielen Dank auch. Sieht wie einer dieser alten Wahrsagerautomaten aus, die einem für eine Münze ein wenig an ihrer mechanischen Weisheit teilhaben lassen. Berühmte Zauberer, schätze ich mal. Kann ich mit ihm noch mal reden? Ich will nicht mehr mit ihm reden, sonst... Okay, ups. Ich will nicht mehr mit ihm reden, sonst kriege ich noch Kopfschmerzen. Na gut, ich kann wahrscheinlich, weiß ich schon, was Sache ist. Man spielt ein Spiel. Was hat man, wo man spielen kann? Natürlich einen Spielautomaten. Das ist das Einzige, was hier direkt mir ins Auge gestochen ist. Weil dieser Automat hat nämlich eine Beschriftung, die andere nicht. Ebel, Horn, Horn, okay. Do you want to go below? Willst du nach unten? Keine schlechte Idee. Geschafft. Hey, was zum... Ah! Das ist die Falltür. Auch nicht blöd. Sieh mal einer an. Interessant. Ich werde erstmal speichern. Aus diesem Wahrsageautomat. Ich schaue mir mal an. Solche Automaten waren früher sehr beliebt. Sie sollen die Wahrheit offenbaren, wenn man bereit ist, dafür zu bezahlen. Ihre Hände sehen komisch aus. So, als würden sie etwas halten. Ich würde sagen, sie dürften Glas halten. Er dürfte einen Stock oder einen Regenschirm haben. Er hat wahrscheinlich eine Karte. Und er hält wahrscheinlich vielleicht ein Kaninchen. Ihre Hände sehen komisch aus. Ich war mal eine Zeit lang in Paris. Ich glaube, das heißt so viel wie Suche die Frau. So viel Französisch kann ich auch noch, glaube ich, dass ich das rausgefunden hätte. Ihre Hände sehen komisch aus.
Requisiten von berühmten Zauberern. Eine eindrucksvolle Sammlung. Wow, solche venezianischen Masken habe ich schon mal gesehen. Diese hier ist wirklich wunderschön. Über diese Rutsche bin ich hier unten gelandet. Aber so komme ich sicher nicht wieder hoch. Die Falltür ist zu. Sieht aus wie ein Flügel. Vielleicht ist es auch ein Cembalo. Wie romantisch. Ich frage mich nur noch eine Sache, das mit der Falltür, ist das nicht etwas gefährlich, wenn jemand nicht damit rechnet, dass diese Falltür aufgeht oder die Fliese wegbricht, mit Verletzungsgefahr? Okay, ich glaube, ich nehme das etwas zu genau. Das Spiel des Lebens? Ein weiteres Rätsel des Daedalus-Clubs. Ich muss es wohl lösen, damit ich hier unten irgendwie weiterkomme. Na, großartig. Wie es scheint, muss ich Schlüssel gewinnen. Und zwar von 3 Damen. Zu sehen, was dem gewöhnlichen Auge verborgen bleibt, benutze das Licht. Welches Licht? Das Licht hier unten ist doch schon an. Zu sehen, was dem gewöhnlichen Auge verborgen bleibt, benutze das Licht. Welches Licht? Das Licht hier unten ist doch schon an. Da steht, das Leben ist ein Labyrinth, endlose, ja, falsche Richtungen. So als würde ein Meister, ja, Rätselsteller quasi eine Geschichte quasi erstellen. Genau, sie hat eigentlich kurz gefasst mit, was wichtig ist. Um das Spiel zu gewinnen, musst du es erstens lernen, zu sehen, was dem normalen Auge für, ja, unsichtbar bleibt oder nicht sichtbar bleibt. Benutze das Licht. Then ask the Bearers of Life. Queens. Also, dann trag den Trägerinnen oder ja, des Lebens, also den Königinnen oder die Königin. Gewinn 3 Schlüssel und gib sie zur vierten. Und dann wirst du quasi, wird dir dein Preis, ja, gezeigt oder freigegeben. Tja, ohne die Schlüssel komme ich da nicht rein. Ich muss sie finden. Statuen im antiken Stil, wahrscheinlich aus der Renaissance. Passt zu diesem Zimmer. Ja, das sind vielleicht Lichtschalter. Tja, ohne die Schlüssel komme ich... Oh mein, wurde der ausgerechnet führt. Wow. Das ist echt genial. Cool. Oh, die Bretter sind mit schleimigem Moos und stinkendem Wasser bedeckt. Aber ich wüsste nicht, wie ich sonst auf die Plattform kommen soll. An den beiden Enden der Bretter sind Ringe angebracht. Das muss einen Grund haben. Ich schaff's einfach nicht, dass das Brett an Ort und Stelle bleibt. Es bewegt sich jedes Mal, wenn ich es berühre. Ich kann nicht auf diesen Brettern gehen, solange sie sich noch bewegen. Sehr begrenztes Inventar. Auf der Plattform befindet sich ein grüner Schlüssel, aber wie komme ich darüber? Da drüben ist ein grüner Schlüssel. Das heißt, ich brauche etwas.
Eine junge Frau... Nein, das hilft mir nicht dabei, über diesen Sumpf zu kommen. Vielleicht muss ich von der anderen Seite hergehen. Aber eigentlich müsste doch rein perspektivisch dieser Ausgang der gleiche sein. Nein, das ist... Ach, das ist ein Trickausgang, okay. Da fühlt man sich gleich richtig wohl. Die sehen alle so aus, als würden sie etwas halten. Mit dem Bild ist irgendwas faul. Aber ich sehe nirgends Knöpfe oder sowas in der Art. Cooles Bühnenzubehör. Des Hexers Sprüchebuch. Ich würde sagen, es stammt aus den 50er Jahren. Ich war noch nie ein Fan von Horrortricks, aber ich muss sagen, diese Requisite ist echt gruselig. Trägt auf jeden Fall zur Atmosphäre in diesem Raum bei. Ich war noch nie ein... Trägt auf jeden... Eine eiserne Jungfrau. Reizend. Sie scheint offen zu sein. Frag mich, ob man im Spiel sterben kann. Das ist lustig. Quitting is an option. Ask the Six of Diamonds. Also, aufgeben ist eine Option. Frag die, die Peak. Nee, Karo, die Karo 6 oder so. Verlassen ist eine Option. Frage die Karo 6. Könnte das eine Tür sein? Vielleicht sogar ein Ausgang? Ein großer Tierschädel. Wahrscheinlich von einem Hirsch oder einem Elch. Noch ein Wahrsagerautomat. Noch ein... Handschellen. Sieht man auch nicht alle Tage irgendwo rumliegen. Wie könnten Sie mir weiterhelfen? Houdini, ja, eine Box voller Handschellen. Da steht, dass der Glaskasten mit einem Alarm gesichert ist. Ob das stimmt? Da geht's wohl nicht raus. What? Oh oh. Hilfe! Hey!
Das ist interessant. Ein zweiköpfiges Kaninchen? Was zum Teufel ist das? Sie sehen so aus, als würden sie auf etwas zeigen, aber ich weiß nicht auf was. Zeigen nach oben. Also. Glaube nicht alles, was du liest. Requisiten von berühmten Zauberern. Das sind Sammlerstücke. Auf dem Tisch steht, nicht drücken. Das klingt ja schon fast wie eine Aufforderung. Drück den Knopf. Wow, das ist ja cool. Ausgeklügelte Spezialeffekte, muss ich schon sagen. Ah, hier. Ach nee, Moment. Obwohl, ich versuche mal was zu schauen, was hey, passiert. Hey, ich bin wieder oben. Ah, okay. Ich hab tatsächlich das gedacht, was ich gemacht, was ich gedacht habe. Die sehen alle so aus, als würden sie etwas halten. Mit dem Bild ist irgendwas faul. Aber ich sehe nirgends Knöpfe oder sowas in der Art. Schauen wir mal. Ach, darum geht's. Okay, jetzt verstehe ich das. Auf dem Tisch steht. Die zeigen hier nach wow, oben. Wow, das ist ja cool. Ausgeklügelte Spezialeffekte, muss ich schon sagen. Weil das hier ist die, ja. Die Karo 6, die, wo es hieß, das sei der Ausgang. Nein, das war nicht, was ich wollte. Das Einzige, was mich nervt, ist so dieses pixelgenaue. Glaube nicht alles, was du liest. Ja, das ist hier der, das Rätsel, das man quasi hier drauf drückt.
Der Größe nach zu urteilen, muss das eine Fälschung sein. Oder etwa nicht? Oh Gott, ich klinge ja schon wie Mephistopheles. Oh, das dürfte interessant werden. Ach, das ist ein Spiegellabyrinth. Ich betrete das Labyrinth erst, wenn ich weiß, wie man zum Ausgang findet. Moment mal, ich kann den Schalter nochmal drücken. Für Leute, die sich fragen, wie kann man das machen? Theoretisch relativ einfach mit Projektionstechnik. Der Raum ist der gleiche. Betrete das Labyrinth erst. Ist auch ein Ausgang. Ah. Ich dachte, Moment, wie kommt sie hier raus, wenn sie hier zum Ausgang führt? Ah, war doch die Tür. Oder? Ich weiß nicht mehr, welche Tür das war. Nein, was war die Tür? Ich weiß, dass ich von links kam. Genau. Okay. Ah, Moment. Ich war eigentlich schon richtig. Ich bin ganz ehrlich, ich tue da jetzt eine Lösung zu Rate ziehen, weil sonst wird mir das so ein bisschen zu blöd. Und die Lösung stimmt selbst da nicht. Genau.
Ah, jetzt sehe ich, wie das alles hier anders aussieht. Ein Pendel in Form eines Schädels. Ich komme mir vor wie in einem Film von Edgar Allan Poe. Da geht's wohl nicht raus. Oh oh. Hilfe! Hey! Ah, oh Gott, meine Augen. Wow, dieses Cembalo ist bei dem Licht ja total winzig. Cooler Effekt. Statuen im antiken Stil, wahrscheinlich aus der Renaissance. Passt zu diesem Zimmer. Aha, jetzt weiß ich, was es damit auf sich hat. Jeder der Zauberer hat ein Buch in den Händen. Welches enthält den richtigen Hinweis? Jeder der Zauberer hat ein Buch in den Händen. Welches enthält den richtigen Hinweis? Ja, genau. Offensichtlich muss ich mich nach einer Frau umsehen. Ich weiß, was die Antwort ist. Ihr Name ist Atlas Shrugged. Jeder der Zauberer hat ein Buch in den Händen. Ja, Atlas Shrugged, also Atlas. Ja, zuckt mit den Achseln. Das ist ein relativ bekanntes Ding. Aber ich sehe keinen Atlas, deswegen. Jetzt mal nach der Lösung, es ist mir ein bisschen zu konfus. What? Wo bin ich denn da gelandet? So sehen sie viel witziger aus. Wenn diese riesige Schlange nicht wäre. Den Raum habe ich auch gar nicht gesehen. Interessant. Das ist tatsächlich darauf bezogen, dass Atlas mit dem Hinweis ist Atlas. Das heißt, ich muss Atlas. Diese Atlas-Statue sieht solide aus. Ich frage mich, ob ich sie irgendwie bewegen kann. Ach, ja klar, weil Atlas die Welt in den Händen hält. Aber da muss man auch erstmal drauf kommen. Das ist ja strange. Ich habe die Statue woanders hingeschoben. Ich frage mich, wo sie jetzt ist. Thank you.
Ich hoffe, Atlas hilft mir aus der Patsche. Es hat funktioniert! Fantastisch! Die Atlas-Statue stützt die Decke. Starker Typ. Da, der violette Schlüssel. Ich habe den violetten Schlüssel. Da ist natürlich der Hinweis. Vier Zauberer und vier Requisiten in ihren Händen. Das muss ein Hinweis sein, aber für was? Man hat ja schon gesehen, dass hier die Handschellen tatsächlich sind. Dass man die für irgendwas braucht. Da steht zwar, dass der Glaskasten mit einem Alarm gesichert ist, aber ich würde mir die Handschellen wirklich gern krallen. Dann mal los. Kein Alarm. Zumindest keiner, den man hören kann. Ja, man soll nicht alles glauben, was man liest. Moment. Jetzt speichere ich erstmal. Ach so, Kreuz darstellen, okay. Ernsthaft, man muss die Handschellen mit den Brettern benutzen. Das ist nicht sonderlich offensichtlich. Aber es ist auch ein bisschen ums Eck gedacht. So, aber, jetzt sollte das Brett an Ort und Stelle bleiben. Diese Handschellen sind perfekt dazu geeignet, die Bretter miteinander zu verbinden. Zufall? Niemals. Ich hab das, die hatte schon gemacht. So, jetzt kann ich hier nämlich hier rüber. Ein grüner Schlüssel. Vielen herzlichen Dank. Also, ich glaube, da hätte ich Monate für gebraucht. Die muss ich nicht unbedingt hier lassen. Ja, aber dann kann man das nutzen, um quasi an anderen Orten den Sumpf wahrscheinlich zu überqueren, wenn man ihn braucht. Okay.
Ich bin wieder oben. Aha. Mit ihm noch mal reden? Ja, kann ich. Können Sie mir irgendwelche Tipps für das Kellerrätsel geben? Streben Sie dort unten nach Erleuchtung. Erleuchtung? Licht? Aber da ist doch schon Licht. Nicht jede Art von Licht wird auf die gleiche Weise erzeugt. Noch irgendwelche Tipps für das Kellerrätsel? Sie haben alles, was Sie brauchen. Lesen Sie. Ja, wer liest, kann es klar im Vorteil. Es macht keinen Sinn, Ihnen weiter... Geschafft. Nicht schon wie! Was erwartet die? Sieh mal einer an. Wenn man zweimal das gleiche tut und etwas anderes erwartet, dann muss man sich darauf einstellen, dass das gleiche passiert. Hier steht links, dann rechts. Abwechslung ist Trumpf. Wähle den Ausgang, der dein Ziel am weitesten entfernt erscheinen lässt. Immer nach links. Immer nach rechts. Vier unterschiedliche Anweisungen. Klingt so, als wären hier Richtungen gemeint. Natürlich ist die richtige Antwort: Choose the exit that shows your price furthest away. Wähle immer nach immer. Ach so. Das ist ja einfach. Nimmt mir mal das, was am weitesten entfernt aussieht. Da ist der orangene Schlüssel.
Nimm den Schlüssel. Da hat man nämlich alle Schlüssel. Der orangene Schlüssel. Oh, kann ich das anschauen? Hört mich jemand? Das ist ja Helena. Was macht die denn hier? Erstmal speichern. Hilfe! Audioqualität ist nicht so ideal. Verdammt! Ich will hier raus! Hallo? Hast du dich verirrt? Ich kann zu dir kommen, wenn du tust, was ich dir sage. Bleib, wo du bist. Ich komme zu dir. Sam, Gott sei Dank hast du mich gefunden. Ich irre hier schon seit Stunden rum. Helena, was machst du denn hier? Mach einfach, dass wir hier rauskommen, ja? Ich hätte nie gedacht, dass ich mal von Spiegeln genug haben würde. Aber wenn wir nicht bald hier rauskommen, dann schreie ich. Ist ja gut, beruhige dich. Folge mir. Was sind das für Spinner? Ich hätte hier drin sterben können. Das bezweifle ich. So springt man nicht mit zahlender Kundschaft um. Tja, beim Daedalus Club geht es halt nicht nur darum, Spaß zu haben. Heul doch. Was willst du damit sagen? Ich weiß, dass du mit Mephistopheles hinter der meisterhaften Inszenierung steckst. Ich habe gesehen, wie du aus dem Black Wand gekommen bist. Dem Zauberladen? Da bin ich nur hingegangen, weil ich nach dir gesucht habe. Harvey meinte, dass du dort warst. Und aus dem gleichen Grund bin ich hierher gekommen. David war heute in St. Edmund Hall. Ich wollte dich warnen. Er weiß nämlich, dass du keine Studentin bist. Und kriege ich dafür ein Danke, Helena? Nein. Stattdessen kommst du mit Anschuldigungen. Und was zur Hölle soll bitte eine meisterhafte Inszenierung sein? Du kennst Mephistopheles wirklich nicht? Wenn das dieser bärtige Freak aus dem Zauberladen ist, dann nein. Nicht wirklich. Also, wissen alle, dass ich gar nicht in Oxford studiere? Der ganze Club der Lämmer? Ja, Schätzchen. Alle. Und warum hast du dir dann überhaupt die Mühe gemacht, mich zu warnen? Schließlich habe ich dich belogen, oder? Weil wir deine Freunde sind, Sam. Herrgott nochmal. Hast du etwa noch nie richtige Freunde gehabt? Ich... Du hattest tatsächlich noch nie richtige Freunde. Du bist doch echt ein Freak. Das ist hier nicht das Problem. David ist das Problem. Er denkt, dass ich die ganze Zeit gelogen habe. Ich habe ihm nur gesagt, dass ich eine Studentin bin, um den Job zu kriegen. Und jetzt denkt er, dass ich hinter all den Vorfällen auf dem Campus stecke. Das ist wirklich dumm gelaufen. Hey, aber wenigstens weiß ich jetzt, dass du damit nichts zu tun hast. Und du hast mich wieder daran erinnert, dass Harvey vor dem Black Wand herumgelungert hat. Er muss derjenige sein, der mit Mephistopheles unter einer Decke steckt. Samantha, du solltest die Sache der Polizei überlassen. Nein, ich muss herausfinden, wer dahinter steckt. Wenn ich nicht beweisen kann, dass nicht ich es bin, wird mir David niemals verzeihen. Ach, verdammt. Okay, kann ich dir irgendwie helfen? Nein. Ich werde Mephistopheles finden und dann muss er auspacken. Ich glaube, hier unten ist irgendwo ein Eingang zum Privatbereich des Clubs. Dann tu, was du für richtig hältst, Sam. Ich habe getan, was ich konnte. Sei vorsichtig. Sie hat
ihr gar nicht gesagt, dass das die Ausgangstür ist. Ich habe eine Vermutung, wer dahinter steckt und was dahinter steckt. Also. Ja, genau. Ich mache das, was ich mir gedacht habe, was jetzt kommt, logischerweise. In den Ausgangsraum die drei Schlüssel einsetzen. Hopp. Plus, ich habe doch diese Tür angeklickt. Natürlich. Ich absolut. So. Dann war das, glaube ich, die Tür. Oder was die dritte? Ah, die dritte war es, genau. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte da wahrscheinlich ewig gebraucht. Hier nicht speichern. Das haben, ach, weiß eine Nahansicht, das würde ich sagen, genau. Natürlich. Ich will mit Mephistopheles reden, aber ich muss ihn irgendwie dazu zwingen, die Wahrheit zu sagen. Er ist so schlüpfrig wie ein Aal. Ich will mit Mephistopheles reden, aber ich muss ihn irgendwie dazu zwingen, die Wahrheit zu sagen. Er ist so schlüpfrig wie ein Aal. Wie soll ich das denn machen? Ach, ernsthaft. Ich glaube, ich werde versuchen, diesen Schaukasten aufzukriegen. Mal sehen, was passiert. Oh, keine Spezialeinheiten, die diesen Raum hier stürmen. Ich glaube, im Moment bin ich sicher. Eine Pistole. Da es einige Leute gibt, denen ich gerne eine Kugel in den Kopf jagen würde, könnte ich dieses Ding gut gebrauchen. Ich leih mir die Pistole mal aus. Vielleicht brauche ich sie ja noch. Muss man auch erstmal drauf kommen, das ist alles etwas konfus, umständlich, meiner Ansicht nach.
Samantha, Ihr Auftritt heute Abend war fabelhaft. Danke. Gesellen Sie sich doch zu mir und sagen Sie mir, was Sie vom Club halten. Hören Sie mir genau zu. Sehen Sie diese Pistole? Ich will die Wahrheit wissen, und zwar jetzt. Oder ich schieße. Eine Pistole? Wozu das? Ich will ein Geständnis, dass Sie hinter der meisterhaften Inszenierung in Oxford stecken. Und ich gehe nicht, bevor Sie nicht ausgepackt haben. Sind Sie verrückt geworden? Ich war derjenige, der Sie diesem Club empfohlen und Ihnen den heutigen Auftritt ermöglicht hat. Haben Sie denn kein bisschen Anstand? Lenken Sie nicht vom Thema ab. Sie können mich nicht ruhig stellen, nur weil Sie mir einen Auftritt beschafft haben. David glaubt, dass ich hinter der meisterhaften Inszenierung in Oxford stecke. Ich werde nicht zulassen, dass er mich sein Leben lang hasst und denkt, dass ich ihn getäuscht habe. Ich verstehe. Die Liebe ist immer ein edler Beweggrund. Und wohl der Einzige, der ein derart unflätiges Verhalten entschuldigen kann, junge Frau. Ich liebe David Styles nicht. Niemand will mich verstehen. Doch, ich verstehe Sie. Wo bleibt Ihr Geständnis? Glauben Sie ja nicht, dass Sie mich umstimmen können? Lassen Sie mich einen Moment nachdenken. Das Problem ist, wenn man sich allzu sehr mit Illusionen und Inszenierungen beschäftigt, neigt man gerne dazu zu denken, dass jeder andere das auch tut. Ich war mir sicher, dass Sie hinter den Vorfällen in Oxford stecken. Das tue ich nicht. Wenn Sie es nicht sind, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Ach, kommen Sie. Halten Sie mich nicht länger zum Narren. Dann muss ich Ihnen wohl etwas zeigen. Nun gut, kommen Sie mit. Zauberer, weil Sie so damit beschäftigt sind, Ihre Illusionen zu erschaffen. Sie meinen, er konnte wirklich Blumen manifestieren? Das ist doch verrückt! Sind Sie sich da so sicher? Aber was hat das mit der Inszenierung in Oxford zu tun? Die von Ihnen gesuchte Person ist kein Illusionist. Solange Sie nach einem suchen, werden Sie den wahren Schuldigen nicht finden. Oh mein Gott! Ich weiß, wer es war! Laura. Oh my God. Laura. Alles in Ordnung. Sie hat nur meine Jacke erwischt. Angela ist weg. Wohin könnte sie gehen? Irgendeine Idee? David, Angela ist psychisch krank und sie ist besessen von Ihnen. Und dann ist da noch diese völlig verrückte Sache mit Ihrem Vater. Alle Vorfälle auf dem Campus stehen im Zusammenhang mit einem Foto Ihres Vaters. Er ist ums Leben gekommen, als sein Pub abgebrannt ist. Abgebrannt? Ja, arme Angela. Das muss sie ganz schön mitgenommen haben. Aber ich verstehe nicht, wie sie das alles macht. Wie zum Beispiel die Gewichte im Fitnessraum. Sie sind einfach durch die Luft geflogen und... Ihr Gesicht!
Ich will Angela finden. Sofort. Wo könnte sie sein? Ich glaube, ich weiß es. Ich erzähle Ihnen alles unterwegs. Angela! Lasst mich in Ruhe! Geht weg! Vielleicht solltest du mich mit ihr reden lassen. Bleib zurück, Sam. Darum muss ich mich alleine kümmern. Ich habe gesagt, lasst mich in Ruhe. Ist schon gut, Angela. Wir wollen nur mit dir reden. Sprich für dich selbst. Ich weiß, wer du bist, Angela. Ich weiß es. Ich habe keine Ahnung, wovon sie reden. Warum belästigen sie mich? Warum sind sie hier? Wie macht sie das? Sam, verschwinde. Sofort. Das ist zu gefährlich. Ich gehe nirgendwo hin. Ich weiß, was man machen kann, weil sie hat uns die Papierfee gegeben, was relativ offensichtlich ist. Erstmal die Waffe unequippen, wer weiß, ob sie echt ist. Also, was kombinieren mit dem hier? Bereit. Warum sagt sie nur bereit? Das ist strange. Kann ich hier noch speichern? Ah, hier. Aha. Die Höhle des Löwen. Nette Kapitel an... So. Ich muss sagen, ich finde es interessant, dass sie für sie auch noch ein separates Model erstellt haben, was gut, also umgesetzt worden ist. Das ist hinten eine Schalter. Das ist das Einzige, was womit man hier interagieren konnte. Gut gemacht, Sam. Das sollte sie daran hindern, Feuer zu manifestieren. Zumindest vorübergehend. Geht weg! Hinterher! Darum muss ich mich selbst kümmern. Okay, aber bitte sei vorsichtig. Ich hätte dir an dem Tag im Sprechzimmer zuhören sollen. Was du getan hast, war nicht richtig, aber ich weiß, dass du Laura nicht wehtun wolltest. Wir müssen einander vergeben. Und uns selbst. Ich will dir helfen, diese Sache zu kontrollieren, damit niemand mehr verletzt wird. Man kann Feen nicht kontrollieren. Sie tun, was sie wollen. Ich habe Feen geliebt, aber sie haben meinem Daddy wehgetan. Sie waren sehr böse. Angela, komm her. Setz dich zu mir. Sei ein braves Mädchen. Sie sind nicht mein Dad. Sie sind nicht Jesse Mulholland. Angela! Da ist er. Sehen Sie ihn? Er ist direkt hier. Angela. Angela, hör mir zu. Was deinem Vater passiert ist, war nicht deine Schuld. Er hat dich geliebt und hätte gewollt, dass dir geholfen wird. Feen können fliegen.
Ich bin froh, dass wir alle zur Beerdigung gegangen sind. Außer uns war ja fast niemand da. Ganz schön traurig. Ich muss die ganze Zeit an sie denken. Wie kann man sich nur das Leben nehmen? Seit dem Vorfall im Speisesaal war sie so komisch, als hätte sie sich dafür verantwortlich gefühlt. Das ist doch verrückt. Hatten Sie nicht etwas auf Ihrem Gehirnscan gesehen, Dr. Stiles? Was war es? Eine Aktivität in ihrer Massa Intermedia, einem kleinen Bereich im Gehirn, den nicht jeder hat. Wir kennen seine Funktion nicht. Selbst wenn dieser Bereich vorhanden ist, konnte dort bisher nie etwas gemessen werden. Aber bei Angela war er aktiv. Und zwar direkt vor den Vorfällen auf dem Campus. Also, war sie sowas wie ein Alien und hat wirklich die Vorfälle auf dem Campus verursacht? Mit ihrem Gehirn? Natürlich war sie kein Alien, nur ein sehr außergewöhnlicher Mensch. Und was die Vorfälle auf dem Campus betrifft, ich habe keinerlei Beweise. Die Autopsie hat nichts ergeben. Und von Ihnen hat auch niemand irgendwelche Beweise. Daher denke ich, dass Diskretion die klügere Entscheidung wäre. Mann, ist das abgefahren. Was haben Sie jetzt vor, Dr. Stiles? Ich werde forschen. Viel forschen. Du bleibst also hier? Bei Dr. Groß, düster und tödlich? Ich wäre doch echt blöd, wenn ich hier abhauen würde. Tolles Haus, gutes Essen und 100 Pfund die Woche. Ja, ja, schon klar. Sam, schaff dieses verdammte Kaninchen weg! Thank you.
So, das war eine extrem laute After-Credit-Szene, nachdem die Credits ziemlich leise waren. Das habe ich in der Audiobearbeitung natürlich behoben. Und das hier habe ich nachträglich aufgenommen, denn ich werde jetzt noch zwei Videos ranhängen. Ein Video, wo ich meine Gedanken zum Ende etc. kundtue und ein Meinungsvideo, was dann natürlich wieder spoilerfrei ausfällt. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, das so zu machen, weil es etwas besser ist und weil mir nach dem Credits, die richtigen Worte gefehlt haben, um meine Gedanken schön zusammenzufassen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, noch ein kurzes Video anzuhängen, wo ich da darauf eingehen werde. Ich hoffe, der Teil hat gefallen und bis gleich quasi. So deep.
So still at peace and quiet thus. No frightful dreams of battles wrought that shake his trust. I hope that he is dreaming on of better days. The morning fog and waking sun have healing wings. I'll let him sleep and soundly lay a monument to him I pray. Because he saved.